wenn die Seiten schnarren, ich müsste jetzt zum Beispiel eine Information bekommen vom Herzog. Zum Beispiel, wann schnarrt die Gitarre? Schnarrt die bei bestimmten Akkorden oder auf einer Seite? Und die Frage ist überhaupt, schnarrt, also es kann auch ein bestimmter Ton schnarren, weil dann ist eben eine Frequenz angeschlagen, die eine entsprechende, dieses Schnarren auslöst. Das kann nicht unbedingt jede Frequenz machen. Also, ich sag mal jetzt ein paar Gründe, ich zähle mal ein paar Gründe auf, warum überhaupt eine Mechanik schnarren könnte. So, gucken, wie ihr das so am besten seht. So, ihr seht jetzt hier die Mechanik von dieser Gitarre. Das ist hier eine Scheibe untergelegt. Hier ist eine Mutter drauf. Dann ist hier der Bolzen und unten drunter ist der Rest, wie man sieht. Und das ist normalerweise mit einer Schraube befestigt, ist aber hier gar nicht der Fall. Ja. Die meisten Mechaniker haben hier eine Schraube, wo, damit die Mechanik sich nicht verdrehen kann. Ja. Ich weiß jetzt nicht, weil ich die noch nicht abhatte, wie die das gelöst haben. Es kann theoretisch sein, dass... So, aufpassen hier, dass ich nicht was kaputt mache. So. Es könnte sein, dass nur diese Mutter durch das Anziehen der Mutter, dass die das alles festhält. Kann ich mir aber ehrlich gesagt kaum vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass da innen irgendwas noch gegendrückt, dass das wirklich die ganze Sache zusammenhält. So, aber der Hauptgrund, warum solche Mechaniken in der Art überhaupt schnarren, ist, dass diese Mutter sich gelöst hat. Und dann braucht ihr einfach einen kleinen Maulschlüssel, zieht die Mutter mit Gefühl an. Ihr dürft das auf keinen Fall überdrehen. Die muss nur fest sein und nicht bombenfest. So, und das passiert bei solchen Gitarren sehr oft nach einer Weile, wenn man gespielt hat. Nämlich die war am Anfang dann festgedreht, je nachdem wie fest oder auch wie lose. Und dann durch das Spielen, durch die Vibration, die ständig auf der Gitarre ist beim Spielen, löst sich eine Mutter oder auch zwei oder drei. Und das Normale ist, dass ihr, wenn ihr eine neue Gitarre gekauft habt, dass ihr dann beim Seitenwechsel spätestens, das kann man aber auch ohne Seitenwechsel machen, weil normalerweise passt der Maulschlüssel da noch an die Mutter ran. Ihr braucht da nichts, keine Seiten abmachen dafür. Diese Mutter löst sich eben und die müsste dann vielleicht nach einem halben Jahr, wenn ihr die Seiten mal wechselt, dann kommt ihr vielleicht auf die Idee, oder wie jetzt zum Beispiel, dass ihr merkt, es schnarrt von da hinten, dann guckt ihr mal nach, ob da was lose ist und dann macht ihr das Ding fest und das Schnarren ist weg. Aber eine andere Sache noch. Sehr oft hat man vom Gehör das Gefühl, es schnarrt. Ja, und man denkt, das kommt von hier. Und es kommt gar nicht von da. Ja, ihr müsst bei einer Gitarre wirklich alles in Erwägung ziehen, was überhaupt locker sein kann. Übrigens gibt es auch bei anderen Mechaniken noch die Möglichkeit, dass der Bolzen in sich wackelt. Ja? Das ist total unterschiedlich, je nachdem wie die aufgebaut sind oder wenn die zum Beispiel hier hinten kein geschlossenes Gehäuse haben, sondern eine aufgesetzte Kappe. Dann kann das auch sein, dass da irgendwas schnarrt. Es gibt bei so einer Gitarre mehr Sachen, als ihr glaubt, die schnarren können. Es könnte sich auch innerhalb der Gitarre, hier ist ja ein X-Bracing, das heißt, die Balken sind hier überkreuzt. Es könnte sich was gelöst haben. Irgendeine Leiste von innen, die ihr natürlich gar nicht sehen könnt. In dem Fall könnt ihr euch den Spaß mal machen, zu klopfen, die Gitarre abklopfen. Das macht man ganz einfach so, indem man die oben festhält und dann klopft ihr und dann guckt ihr, ob ihr denkt, das könnte irgendwie was los sein. Ja, wenn sich zum Beispiel auf der einen Seite die ganz anders anhört als auf der anderen. Und dann könnte man mit einem Handy vielleicht im Filmmodus mit der Leuchte an einfach mal ringsrum aufnehmen, ob man das sieht. Ja, oft ist es so, dass diese kleinen Balken, die sich gelöst haben, dass die wirklich auch schon abstehen. So. Was aber auch sein kann, wenn was schnarrt, das ist ja natürlich sehr oft der Fall, dass einfach die Seitenlage so flach ist, dass
bei irgendeinem Griff, den man an dir greift, dass dann die Seite schon am nächsten Bund anschlägt beim Anschlagen. Ja? Und dieses kleine, diese Berührung quasi, die nicht erwünscht ist, löst das Schnarren aus.